Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Rekursion. Es gibt einen Informatiker-Witz, den verstehen leider nur Informatiker und Leute, die Rekursion verstehen. Was steht unter Rekursion im Lexikon? Du weißt es? Die Definition von Rekursion. Praktisch, weil es ja, wenn man die Definition von Rekursion sucht und man dann Rekursion in dem Lexikon nachschlägt und da steht, ich sehe die Definition von Rekursion. Genau. Also da steht, unter dem Einfall Rekursion im Lexikon steht, siehe Rekursion. Das heißt, du wirst immer wieder auf das gleiche verwiesen. Das ist tatsächlich die Rekursion. Also man kann es nicht besser erklären, als zu sagen, ja, ich rufe einfach ein und das gleiche, die ein und die gleiche Methode immer wieder auf. Und wir werden uns heute mal anschauen, was die Rekursion ist, wofür man sie braucht. Tatsächlich hat sie in den meisten Fällen sehr wenig praktische Relevanz, weil sie durch die Alternative, die Iteration, eigentlich fast vermieden werden kann. Wir werden auch sehen, die Rekursion, die erzeugt einen ganz schönen Kopfschmerz. Also ich hoffe nicht so stark, dass ihr ihn wirklich spürt, aber wir werden ab und zu mal schon das Gefühl haben, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was macht das Programm eigentlich, wenn es Rekursion benutzt. Die Rekursion ist auch relativ schlecht zu testen. Man kann aber sehr viele Algorithmen, wo es wirklich um Performance und Effizienz geht, mit Hilfe der Rekursion extrem abkürzen. Das wird uns vor allen Dingen in der nächsten Vorlesung, wenn wir uns mit Suchen und Sortieralgorithmen beschäftigen, dann wieder auffallen, dass da vieles extrem effizient implementiert wurde, weil es eben Rekursion nutzt. Wir werden uns mal versuchen, etwas angenehm der Rekursion zu nähern. Nehmen wir mal an, ich habe eine Methode. Diese Methode gibt mir die Freunde von einer Person P zurück. Und wenn ich jetzt diese Methode mal mit dir aufrufe, wie ist dein Name? Pierre. Wenn ich die Funktion also mit Pierre aufrufe, dann kriege ich Pierres Freunde. Gibt es ein Freundchen der Gruppe? Nee. Ja, okay. Wie heißt dein bester Freund? Ja, okay, also wir nehmen Nico. Also Nico kommt sozusagen als Freund von Pierre zurück, als Return-Wert. Und jetzt kann ich allerdings auch sagen, ich rufe für alle Freunde von Pierre die Methode erneut auf. Dann rufe ich also die Freunde von Nico auf. Ne? Und Nico hat möglicherweise ein paar mehr Freunde hier in dem Kurs. Und die kriege ich dann auch zurück. Und für all diese Freunde rufe ich erneut die Methode Freunde von Person P auf. Und so komme ich relativ schnell, wahrscheinlich, auf sehr viele Menschen. Also man hat das mal so geschätzt. Nur durch 8 Aufrufe der Freunde von einer Person P und wieder von deren Freunde und wieder von deren Freunde, nur durch 8 Schritte erreiche ich die gesamte Menschheit. Ja, weil so ein Freundesnetzwerk ist halt mit 10 Personen schon, ich sage eigentlich 10 Personen, kann man vielleicht sagen, okay, ich bin befreundet mit 10 Leuten, vielleicht kann man das sagen. Beim Pierre vielleicht weniger. Nein. Beide nur ein Beispiel. Ja, und wenn ich für jede dieser 10 Personen wieder die Freunde-Funktion aufgerufen habe und für jede dieser 10 Personen wieder 10 Personen kriege, dann habe ich schon wie viel? 100 Personen. Also ich habe 10 Personen in dem ersten Level. Im zweiten Level habe ich für jede dieser 10 Personen wieder 10. Also habe ich 10 mal 10 Personen, macht dann 100. Also ich bin bei 10 hoch n, wobei n eben das Level ist. Und 10 hoch 8 ist 1 Million ist 10 hoch 6. Das sind dann 10 Millionen, das sind 100 Millionen. Ja, wie viele Menschen haben wir? Ein paar Milliarden. Okay, mit 8 kommt noch nicht ganz auf alle Menschen, aber also mit, spätestens mit 10 Steps bin ich dann bei allen Menschen angelangt.
Also die Rekursion ist ein Aufruf von sich selbst. Und wir werden das mal an einem Beispiel uns angucken, was wir aus der Mathematik kennen. Das ist das Beispiel der Fakultät. Fakultät ist euch bekannt, ne? Also zum Beispiel 3 Fakultät bedeutet 3 mal 2 mal 1. Ne? Macht 6. Die Fakultät wird benutzt, um für die Stochastik ein paar Sachen zu berechnen, und wir kennen sie auch in Statistikmethoden generell, und sie ist relativ häufig im Einsatz. Und wir werden uns zuerst mal anschauen, wie man die Fakultät iterativ berechnen würde. Also zuerst gucken wir uns mal die Iteration an. Iteration ist der Standardfall, der auch sehr viel häufiger benutzt wird, weil es für die meisten Menschen sehr viel natürlicher ist, iterativ zu arbeiten, statt rekursiv. Und wenn ich die Fakultät formulieren möchte als iterative Funktion, dann bedeutet das eigentlich, ich nutze sowas wie eine Schleife. Ne? Also das Durchgehen, Durchschleifen, das ist das Iterieren. Jetzt kann ich mal so eine Funktion hier aufschreiben. Funktion. Fakultät. Iteration. Ich gebe immer eine Zahl n ein, von der möchte ich die Fakultät berechnen. Und jetzt habe ich, ich lasse mal die erste Zeile frei, da kommt gleich noch was rein. Ich habe dann eine Vorschleife, wo ich einfach eine Laufvariable i verwende. Die beginnt mal bei 1 und sie soll bis n laufen, und zwar bis sie kleiner gleich n ist. So, und jetzt haben wir diese Vorschleife, und wir wollen ja das Produkt aus allen Zahlen, die also kleiner gleich n sind, berechnen. Also muss ich in einer Variable Produkt mir dieses Produkt speichern. Diese Variable möchte ich gerne auch außerhalb dieser Vorschleife verwenden, deswegen muss ich diese Variable Produkt erstellen außerhalb der Vorschleife, und innerhalb des Bodies der Vorschleife kann ich dann sagen Produkt ist gleich Produkt mal i. Und ganz zum Schluss kann ich dann das Produkt zurückgeben. Return Produkt. Ja, das ist das Prinzip zur Berechnung der Fakultät, vermute ich mal, also ich habe es noch nicht getestet, aber es könnte sein, dass es so funktioniert. Ich möchte das mal in einem Schreibtischtest ausprobieren, deswegen nummeriere ich mal die Zeilen und mache mal den Schreibtischtest. Der Schreibtischtest bestand ja aus der Angabe der Zeile, in der ich bin, und die Angabe aller Variablen, die wir dort nutzen. Wir haben also die Variable n, wir haben die Variable i und wir haben die Variable Produkt.
und jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir uns mal anschauen, was passiert. Wir haben irgendwo eine Main-Methode. Ich schreibe sie mal hier oben hin. Function Main. Die hat irgendwelche Eingaben, die interessieren uns jetzt nicht. Die gibt auch nichts zurück. Und da rufen wir jetzt mal unsere Methode Fakultät Iteration auf. Und wir können das mal machen für die Zahl 5, ne, nochmal 4. So, wenn wir diese Fakultät-Iterationsfunktion jetzt aufrufen mit 4, was erwarten wir, was rauskommt? 4 mal 3 ist 12, mal 2 bis 24, mal 1 ist immer noch 24. Also wir erwarten, dass da 24 zurückkommt. Deswegen sage ich mal hier so ein Strich 24 wird erwartet. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Könnt ihr eigentlich das, was ich hier rot schreibe, lesen? Geht es? So, wir starten also diesen Aufruf der Funktion. Wir sind jetzt in der Zeile 1. In n ist ja unsere 4 enthalten, i gibt es noch nicht und am Ende von Zeile 1 ist das Produkt auf den Wert 1. Dann geht es weiter in die Zeile 2. N ist immer noch 4, n ist übrigens immer 4. Ich hoffe, ich vergesse das mal nicht hier zu erwähnen, weil n ändert sich ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir i auf 1. gelegt. Unser Produkt ist immer noch 1. Jetzt geht es in die Zeile 3. N ist immer noch 4. I ist immer noch 1. Nach der Zeile 3 ist die Variable Produkt berechnet worden aus Produkt ist gleich Produkt mal i. Produkt hat zurzeit den Wert 1, i ist 1, also bleibt Produkt 1. Am Ende der Vorschleife springen wir wieder in den Body. Wir sind also jetzt wieder in der Zeile 2. N ist immer noch 4. I hat jetzt den Wert 2. Unser Produkt ist 1. Ah, du hast eine Anmerkung? Ja, doch, Produkt ist Produkt mal i. Produkt mal i machen haben wir doch 2. Nicht 1, sondern 2 mal i. Also in der Zeile 3 hatten wir. Das ist richtig, aber jetzt in Zeile 2, wo das gerade wieder war. Ja, genau. Ach so, ah, Moment, aber wir sind ja erst in der. Genau, wir sind erstmal noch in der Kopfzeile von unserem Vorschleifen. Das war ein Schritt zu weit. Genau, jetzt kommen wir in die Zeile 3. Ne? So, in der Zeile 3 haben wir immer noch n mit 4. I ist 2. Und jetzt wird das Produkt berechnet aus Produkt ist gleich Produkt mal I. Da I 2 ist und Produkt 1 ist, kriegen wir also jetzt raus, Produkt ist 2. Wir erreichen das Ende der Vorschleife. Gehen zurück in den Kopf von der Vorschleife, sind also wieder in der Zeile 2. N ist immer noch 4. I hat jetzt den Wert 3, Produkt hat den Wert 2. Wir laufen wieder in den Body rein, sind also jetzt in der Zeile 3. N ist 4, I ist 3
Und das Produkt ergibt sich jetzt aus dem alten Wert von Produkt, ich schreibe den mal drüber, das ist 2, aus dem aktuellen Wert von i, der ist 3, ich schreibe den mal daneben, und 2 mal 3 ist 6. Also wird unser Produkt jetzt 6 sein. So, wir erreichen wieder das Ende der Vorschleife, kehren zurück zum Kopf, sind also wieder in der Zeile 2. N ist immer noch 4, unser i ist jetzt 4. Wir sind also kleiner gleich n, deswegen ist die Bedingung immer noch true. Wir gehen also erneut in den Body rein, aber vorher schreibe ich noch hin, dass wir unser Produkt ja mit 6 Grad vermerkt hatten. So, jetzt gehen wir also wieder in den Body rein, wir sind in der Zeile 3. Unser n ist immer noch 4, es ändert sich ja nicht. Unser i hatten wir jetzt auch 4. Jetzt ist also das Produkt 6. Unser i hat den Wert 4. Und 6 mal 4 ist 24 als neuer Wert für das Produkt. So, dann haben wir das Ende der Vorschleife erreicht. Wir kehren zurück in den Body. Wir sind in Zeile 2. N ist 4, i ist jetzt 5, Produkt ist 24. Da i jetzt nicht mehr kleiner gleich n ist, wird der Body der Vorschleife nicht mehr ausgeführt. Wir kommen also direkt zur Zeile 4. In der Zeile 4 ist n 4, i gibt es jetzt nicht mehr, weil i ist ja eine temporäre Variable in der Vorschleife gewesen. Aber wir haben immer noch unsere Produktvariable mit 24. Und das gehen wir dann auch zurück. Und damit werden wir returned und würden also in unserer Main-Methode hier oben den Wert zurückbekommen. Und tatsächlich, wir haben ja erwartet, dass es 24 ist. Also das ist das iterative Berechnen. Ich habe eine Vorschleife und diese laufe ich dann durch. Diese Vorschleife, die hat ja in dem Kopf ein Abbruchkriterium. Und wenn das erreicht ist, wird sie eben nicht mehr ausgeführt. Jedenfalls der Body der Vorschleife. Okay, das ist für euch wahrscheinlich kein Problem, ne? Das haben wir schon tausendmal gemacht. Jeder von euch würde auch ohne Probleme die Fakultät berechnen können mit einer Vorschleife, denke ich mal. Okay, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie das mit der Rekursion funktioniert. Also jetzt gucken wir mal uns das Ganze für die Rekursion an. Ich habe auch wieder eine Main-Methode, die ruft dann meine Funktion auf, die ich jetzt hier formuliere. Und da sollte natürlich auch 24 rauskommen. Das wollen wir gerne wieder sehen. Und jetzt schreiben wir sie mal auf. Also Function. Da ich faul bin, schreibe ich einfach fuck. Okay? Das ist jetzt meine Methode, also FAK. Ja. Rechtschreibung ist sehr wichtig in dem Fall. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das schreibe, so kurz. Die Methode fuck kriegt eine Zahl n und gibt mir die berechnete Fakultät zurück. Das ist nichts anderes als bei der Iteration. Ich lasse auch wieder eine Zeile frei, da schreibe ich gleich noch was hin.
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir bei der Rekursion die Funktion selbst aufrufen würden. Das heißt, da steht jetzt tatsächlich drin, returne mal n, was ja oben als Parameter übergeben wird, multipliziert mal der Funktion fuck von n minus 1. Und das wäre es tatsächlich schon. Also ihr seht, die rekursive Berechnung einer Fakultät ist ein bisschen kürzer. Eine kleine Sache fehlt noch. Aber dazu werden wir gleich mal kommen. So, und in unserer Main-Methode, ich schreibe die mal hier oben wieder dazu, also Function Main. Da würde jetzt also stehen, fuck, was haben wir vorhin berechnet von 4, ja. So, und wir würden eigentlich wieder hoffen, dass wir 24 rauskriegen. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das funktioniert. Unser Schreibtischtest, der sieht jetzt ein klein wenig anders aus. Ich schreibe jetzt mal nicht die Schritte, die Codezeilen auf, in welcher Zeile befinden wir uns, sondern welche Aufrufe haben wir denn von der Methode fuck und was returnt die denn? Also Aufruf, return. Der Grund, warum ich hier nicht die Codezeilen in einem Body aufschreibe, liegt einfach darin, unser Body ist total kurz. Ihr seht das, wir haben zurzeit eine einzige Codezeile in dem Body, es wird noch eine zweite dazukommen. Aber selbst mit zwei Codezeilen ist das super kurz und dann bringt mir das nicht so viel, wenn ich einfach die Codezeilen da aufschreibe. Besser ist bei der Rekursion aufzuschreiben, welche Aufrufe werden denn dort vorgenommen. Okay. Wir fangen an. Aus der Main wird ja die Funktion fuck4 aufgerufen. Also schreibe ich das auch hin. Fuck4. Was die Funktion fuck4 return, kriegen wir raus, wenn wir mal in deren Body gucken. Also wir gehen in die Funktion fuck rein. Der Body besteht aus der Return-Zeile. Und jetzt haben wir aber das Problem, um rauszukriegen, was da returned wird, müssen wir erstmal rauskriegen, was dieses Produkt hier ist. Ja, das müssen wir erstmal berechnen, bevor wir returnen können. So funktioniert ja auch der Function-Stack, wenn ihr euch noch erinnert, ne, bevor ich sozusagen weiß, wie der am Ende verkürzt aussieht, muss ich erstmal die Berechnungen ausführen, die in dieser Funktion durch die verschiedenen Operanden benötigt werden oder angelegt sind. Und ich muss jetzt hier gucken, was ist denn jetzt das Produkt? Für mich ist es nicht so super schwer rauszukriegen, was das n ist, ja, weil da weiß ich, okay, das ist 4. Aber jetzt habe ich hier einen weiteren Funktionsaufruf, fuck n minus 1. Das heißt, bevor ich jetzt von fuck 4 den Return-Wert rauskriege, muss ich erstmal die Funktion fuck n minus 1 aufrufen. Ja, und das ist fuck 3. So, jetzt wird also erneut die Funktion fuck aufgerufen mit einem n, was den Wert 3 hat. Um dessen Return rauszukriegen, muss ich auch wieder fuck n-1 aufrufen, dann bin ich bei fuck 2. Also erneut ein Aufruf, aber jetzt mit n gleich 2. Und wir sehen erneut,
ich muss hier die Funktion fuck aufrufen, weil da steht ja fuck von n-1. Das heißt, da wird dann aufgerufen fuck mit dem Argument 1. So, und jetzt komme ich endlich dazu, zu erklären, was ich hier noch in der ersten Zeile reinschreiben möchte. Wir wissen, dass die Fakultät von der Zahl 1 gleich 1 ist. Ja, da müssen wir nicht groß mehr drüber nachdenken, irgendwas berechnen. Das kann ich jetzt einfach hier hinschreiben. Also wenn... Wenn n gleich 1, dann return 1. Ja, Fakultät von 1 ist 1. Und wenn n nicht 1 ist, dann musst du halt diese Berechnung da ausführen. So, und für den Fall, dass wir jetzt die Funktion fuck hier aufrufen mit fuck 2, ne, da gehen wir hier in den Body rein. N ist nicht 2, also gehen wir nicht in den Body dieser if-Anweisung, sondern wir überspringen den und kommen in unseren Return und da wird aufgerufen 2 mal fuck von 1, das hier ist ja 1, also rufen wir nochmal fuck von 1 auf. So, und wenn wir dieses fuck von 1 aufrufen, dann prüfen wir wieder, wenn n gleich 1, ja, n ist gleich 1, dann returne 1. Also wissen wir jetzt zum ersten Mal, was eine fuck-Methode eigentlich so returnt. Nämlich den Wert 1. Ja. Die negative Zahl funktioniert ja jetzt nicht, oder für die also diese Zeile, wenn n gleich gleich 1, returne 1, die verhindert, das hast du richtig erkannt, dass wir auf die 0 oder auf die negativen Zahlen kommen. Also wenn ich als erste Zahl eine negative Zahl eingebe, dann lässt sie immer noch unendlich durch. Ja, das stimmt. Also diese Methode ist nicht geeignet für negative Fakultätsberechnungen. Ehrlich gesagt, in meiner kleinen Karriere als Informatiker habe ich noch nie von einer negativen Zahl die Fakultät berechnet. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich das mache. Vielleicht wird dann das Internet gelöscht. Keine Ahnung. Aber normalerweise berechnest du die Fakultät von natürlichen Zahlen, die also größer als 0 sind. Und unsere wenn n gleich gleich 1 return 1, die verhindert also, dass wir das unterschreiten. Und wir sehen also, wir kommen, wenn wir fuck 1 aufrufen, dann kriegen wir mal endlich mal was zurückgegeben, nämlich die 1. Ich möchte jetzt mal zurückkommen, damals, als wir hier die Funktion fuck mit dem Argument 2 aufgerufen haben. Ja, da war also n2. Könnt ihr mir noch folgen, wo ich jetzt stecke? Ja, also ich gehe jetzt in die Vergangenheit, da hatte ich mal fuck 2 aufgerufen. So, und da war es ja so, dass ich geguckt habe, ist n gleich gleich 1? Nee, ist es nicht, dann überspringen. Und da war dann Return, wo irgendwas berechnet werden sollte, nämlich 2 mal fuck 1. Und wir wissen ja jetzt, dass da, wenn man fuck 1 aufruft, sofort 1 returnt. Okay? Das wissen wir jetzt, das haben wir ja festgestellt, als wir in fuck 1 drin waren in der Funktion. Und das, was da returnt, wenn man fuck 1 aufruft, das kann jetzt unsere fuck 2 Berechnung nutzen, die kriegt die 1 zurück und berechnet 2 mal 1.
damit ist alles, was noch zu berechnen wäre, berechnet worden. Und wir wissen, dass die Funktion fuck aufgerufen mit der 2, 2 mal 1 return, und das ist 2. Okay? Für euch nachvollziehbar? So. Noch viel weiter zurück in unser damals gab es mal eine Funktion fuck mit dem Argument 3. Und da gehen wir jetzt nochmal rein in das damals. Das war n gleich 3. Wir wissen, okay, das ist nicht 1, also überspringen wir das. Und damals haben wir also das Problem gehabt, wir mussten berechnen 3 mal fuck von 2. Jetzt haben wir gesehen, dass fuck von 2 eine 2 returnt. Damit ist alles, was wir ausrechnen mussten, klar berechnet worden. Wir können also sagen, ja, wenn wir die Funktion fuck 3 aufrufen, dann musste da berechnet werden 3 mal 2 und das war 6. Und noch weiter zurück in die Vergangenheit hatten wir irgendwann mal in der Main-Methode fuck 4 aufgerufen. So, da war n mal 4, also da war n, hatte den Wert 4. N ist nicht 1, also überspringen, wir gehen in die letzte Zeile. Da stand dann, berechne mal 4 mal fuck 3. So, und wir wissen jetzt, dass fuck 3 6 ist. Also können wir ausrechnen, was fuck von 4 ist, und das ist 6 mal 4. 24. Und wir kriegen wieder glücklicherweise, wenn wir zurückkehren in der Main, dann kriegen wir tatsächlich die 24 da raus. Wir haben etwas weniger Codezeilen benutzt. Also wir haben hier 3 Codezeilen de facto. Hier drüben, da hatten wir 4 Codezeilen. Bei der iterativen Variante. Und wir haben das Prinzip mal uns angeschaut, wie man dort mit einer rekursiven Funktion arbeitet. Also, ihr seht, das war sehr, sehr wichtig. Ich mache hier mal ein Caution-Zeichen hin. Sehr wichtig, dass wir eine Abbruchbedingung haben. Denn die rekursiven Funktionen, die rufen sich ja selbst auf. Das heißt, wenn wir da keine Abbruchbedingung formulieren, dann wird das unendlich so weitergehen. Ne? Und dann haben wir einfach irgendwann keine Lust mehr und müssen den Rechner abstellen, weil die einfach nicht fertig wird. Also wir brauchen immer eine Abbruchbedingung. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay. Fakultätsberechnung mithilfe einer rekursiven Funktion für euch verstanden?